Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge Neuigkeiten werde ich dir mal so ein bisschen was über mein Holzlager erzählen. Ich werde dir sagen oder ich werde dir zeigen, da gibt es auch ein paar Videoaufnahmen, die habe ich mitgeholt, die Kamera, wie wir das Holz aufgeladen haben, wie wir dieses Lager gebaut haben und was hier jetzt wirklich, wirklich cool ist, denn ich kann das alles bewegen, ganz einfach, sehr rückenschonend. Darum geht es heute so ein bisschen, aber das gibt es erst gleich im Video. In der letzten Woche ist wirklich einiges hier in der Werkstatt passiert. Also ich habe an einigen Projekten angefangen. Die zeige ich dir gleich noch und ich habe auch ein Projekt fertig bekommen, was wirklich sehr wichtig ist. Das seht ihr auch schon da hinten. Das werde ich dir mal kurz zeigen. Ups. Und zwar habe ich in der letzten Woche mir eine Ladestation gebaut für meine ganzen Akkugeräte, die ich jetzt bis jetzt schon hatte. Und erstmal was zur Kabelführung. Mir war klar, dass ich die Kabelführung auch nach hinten legen konnte oder könnte. Aber ich wollte diesen Look hier erzielen und deswegen sind die Kabel halt quasi so ersichtlich. Und hier habe ich jetzt halt eben ganz, ganz entspannt die Möglichkeit, meine Akkus einhändig rauszunehmen. Das ist ja mal ein Ding, wenn man eine Ladestation irgendwo stehen hat. Da braucht man normalerweise immer zwei Hände, weil das Ladegerät irgendwo steht und man es festhalten muss. In dem Fall ist das aber nicht mehr. Man kann die ganzen Ladegeräte einhändig quasi oder die ganzen Akkus einhändig rausnehmen. Ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn man... Jetzt gibt es gleich GEMA-Probleme. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier habe ich halt jetzt die Möglichkeit, eben meine ganzen Akkus einfach ganz entspannt rein und raus zu schieben. Ich kann auch alles oben mit der Steckerleiste ausschalten, wenn ich gehe oder wenn mich halt dieses Gebläse von dem Ladegerät ein bisschen stört, dann kann ich halt eben einfach alles ausmachen. Hier unten habt ihr auch noch so ein bisschen die Möglichkeit, ein paar Geräte zu verstauen. Und hier liegen jetzt auch so meine Kopfhörer, meine Powerbank. Die kann ich ja dann auch direkt laden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Design hier hält. Ich finde es persönlich ganz cool. Man muss es so als Stück von dem Ganzen betrachten, dann fände ich es cool. So sieht es halt im ersten Punkt ein bisschen unaufgeräumt aus, aber aufgeräumter geht es eigentlich gar nicht mehr, weil da ist alles an Ort und Stelle. Dann seht ihr dort hinten auch einen kleinen blauen Tisch, der ist nicht für mich und zwar ist der für meinen Vater. Und hier seht ihr erstmal ein paar Ausschnitte, was ich in der letzten Woche daran so gemacht habe. Das Grundgestell hatten wir halt schon. Ich habe halt einfach die alten Bohlen runtergenommen, habe Rollen untergeschweißt und. Das wird es in der nächsten Folge Neuigkeiten noch mal ein bisschen zu sehen geben. In der Woche werde ich schöne Fichtenbohlen herrichten, damit die hier oben wieder drin liegen können. Unten kommt auch noch ein kleiner Zwischenboden rein. Ist halt einfach für meinen Vater, weil ich jetzt das ganze Werkzeug mitgenommen habe und der eigentlich gar keine Arbeitsmöglichkeit mehr hat, habe ich mir überlegt, komm, dann kannst du auch mal in Anführungszeichen dich so ein bisschen revanchieren. Ich habe euch ja in den letzten News auch noch gefragt, was ihr davon haltet, wenn die Drechselprojekte als Plusprojekte dann zusätzlich zu einem normalen Projekt erscheinen. Und viele, viele von euch haben geschrieben, hey cool. Was ich interessant fand, mir haben auch einige geschrieben, dass sie rein wegen dem Thema Drechseln aufmerksam über mich oder auf mich geworden sind, wenn man das so richtig sagt. Und genau, deswegen kann ich euch sagen, hey, ich bin im Moment ganz, ganz fleißig am Projekte drechseln für diese Plus-Videos, für diese Plus-Projekte. Da habe ich jetzt schon zwei fertig. In der letzten Woche habe ich ein XXLI gedrechselt. Hier seht ihr auch einen kleinen Ausschnitt. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welche Projekte, also Projekte, akute Projekte, ihr Lust hättet oder ihr euch gerne noch anschauen würdet. Denn im Moment weiß ich nicht mehr so genau, was ich drechseln soll. Ich werde bald noch mal eine Schale mit einem passenden Deckel drechseln. Das wird ganz cool. Aber schreibt doch dein Drechselprojekt gerne mal unten in die Kommentare, was du gerne noch sehen würdest, was ich drechsel. Ich meine damit kein Thema, wo ich irgendwie was erkläre, wie hält man Eisen, sondern wirklich Projekte. Mir geht es um Projekte in dem Fall. Dann haben wir letzte Woche Freitag, haben wir noch hier meinen Langbandschleifer endlich an Strom angeklemmt. Das habe ich mit einem Elektriker gemacht und die Maschine läuft. Sie läuft sehr, sehr gut. Ich habe auch schon einiges mitgeschliffen und das werde ich dir auch kurz zeigen. Das hier sind übrigens so die Bohlen, die ich benutzen werde für das Projekt, was ich euch gleich noch zeigen werde. Das habe ich schon geschliffen, deswegen markiere ich jetzt hier nur mal leicht ein paar Bleistiftstriche, denn ich will nicht so viel noch zusätzlich wegschleifen, weil es halt eigentlich eben schon geschliffen ist. Das ist ein Stern-Dreieckschalter, das ist abgefahren, wenn man das Ding startet.
Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr seht jetzt hier die geschliffene Oberfläche, das war jetzt Korn 100 und im nächsten Arbeitsschritt würde ich halt mit dem Exzender einmal mit 180 und 240 das schleifen und dann wäre das auch wahrscheinlich schon fertig zum Verbauen. Aber ihr habt gesehen, wie gut das funktioniert hat und wie gleichmäßig das Schleifbild ist. Also ich bin wirklich so glücklich mit dieser Maschine, wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir auch noch direkt die Kaltkreissäge angeklemmt. Da kamen so extrem viele Nachrichten rein auf Instagram bezüglich Drehrichtung des Sägeblatts. Ich werde erstmal die Maschine zeigen. Dann siehst du auch, dass die Ölkühlung funktioniert. Hier ist eine Pumpe unten angeklemmt, die dann das Öl, was sich hier unten drin sammelt, dann an das Sägeblatt pumpt und halt eben so den Schnitt kühlt und die Standzeit der Zähne auf dem Sägeblatt halt eben verlängert. Also ich halte die Maschine mal ein. Es dauert, wenn kein Öl drin war, dauert es immer kurz. Aber also da, es dauert immer kurz, bis dann Öl gefördert wird. Hier sieht man noch schön. Und ihr habt jetzt gesehen, das Sägeblatt dreht sich anders wie bei der Kappsäge. Bei einer Holzkappsäge dreht sich das zu mir. Und hey, da haben mich, wie gesagt, so extrem viele Nachrichten erreicht. Hey, du hast die Motorrad falsch rum angeklemmt, hey, das Blatt ist falsch rum, hey, das Sägeblatt läuft falsch rum, hey, dreh doch die Phasen, damit das Sägeblatt andersrum läuft. Aber das ist so richtig rum. Woran erkenne ich das? Zuallererst kann ich euch mal sagen, dass ich schon mit so einer Maschine gearbeitet habe. Das war genau die gleiche, was auch wiederum der Grund war, warum ich mir so eine Variante gekauft habe. Es ist einfach eine tolle Maschine, die Schnitte sind sehr, sehr exakt. Seht ihr auch gleich noch bei einem Projekt, wo ich schon mit gebaut habe oder wo ich gerade dran arbeite. Und da war das mit dem Sägeblatt genauso. Das Sägeblatt ist quasi zu mir gelaufen oder es hat sich in der falschen Richtung gedreht, zu mir. Aber woran erkennt man, dass das jetzt richtig rum ist? Zuallererst mal hier, die Schraube, mit der man das Ganze zumacht. Wenn ihr bei einer Tischkreissäge zum Beispiel das Sägeblatt falsch rumlaufen lassen tut und ihr dann was schneiden möchtet, könnt ihr erstmal nichts schneiden. Gut, ihr könntet das Blatt andersrum drehen, das wäre aber schon kriminell. Aber dort würde sich ganz, ganz schnell dann hier diese Schraube aufdrehen. Ich benutze die Maschine so, ich habe so eine Maschine so schon sehr, sehr lange benutzt und die Schraube dreht sich halt nicht auf, denn das gilt ja wie bei anderen Maschinen, wie ich laufe, gehe ich auf. Das bedeutet, wenn ich sie andersrum laufen lassen würde, würde sich die Schraube hier aufdrehen. Das ist mal so der erste Punkt. Bei der Maschine macht es auch einfach mehr Sinn, wenn das Sägeblatt sich in diese Richtung rum dreht, denn die Späne können so besser abgeführt werden. Der Schlitz hier vorne ist viel größer, viel breiter, um die Späne halt eben abzuführen, dass die unten im Spänebecken landen. Und wenn man das Ganze andersrum laufen lassen würde, dann würden sich die hinten aufbäumen und könnten halt, die würden sich aufbäumen und irgendwann wäre das Ding verstopft. Dann noch ein Thema, was ich kurz anteasern möchte, wenn man es so sagen kann. Und zwar wird es eventuell bald Pullis geben. Da arbeite ich gerade dran mit einer Firma zusammen. Und ich kann euch noch keine Logos zeigen, weil ich sie euch noch nicht zeigen will. Ich will sie euch erst zeigen, wenn sie auch wirklich komplett fertig sind. Wie findet ihr das? Wie findet ihr Pullis von mir? Kurz erstmal ein Thema zum Thema Pullis. Es gibt ja schon viele YouTuber, viele Holzwerker, die ihre Logos auf Pullis drucken lassen. Finde ich persönlich nicht so cool. Das bedeutet, die Pullis, die es von mir geben wird, die werden nicht so bedruckt werden, dass hier nur Fett Konterholz oder so draufsteht. Da wird ein richtig cooles Logo, was halt thematisch zu mir passt, dann halt draufkommen. Ich habe die Logos schon gesehen, die Designs. Ich finde sie mega, mega cool. Es sind dann halt auch Pullis, die man losgelöst tragen kann, wenn man quasi, ja, man kann sie losgelöst tragen. Punkt. Die haben dann nicht so offensichtlich was mit meiner Marke zu tun. Also, wie findet ihr Pullis? Schreibt es mal gerne in die Kommentare mit ein paar richtig schicken Logos. Ist halt cool, da habe ich endlich mal nochmal Kleider zum Anziehen. Dann kann ich euch noch die Info geben, es gibt ein neues Werkzeug-Check-Video auf meinem Werkzeug-Check-Kanal. Das ist der Kanal, auf dem ich meine Werkzeuge vorstelle und Werkzeuge, die ich mir kaufe. Im Moment, das aktuellste Video ist hier diese Bürstenschleifmaschine. Da stelle ich euch die Maschine vor, sage euch so ein bisschen, wofür sie gut ist. Ich breche es kurz runter, was ich in dem Video gesagt habe. Geht es halt eigentlich darum, dass ihr sehr, sehr gut
wenn ihr mit Palettenmöbel arbeitet, die Hölzer vorher bürsten könnt, um den Dreck rauszubekommen. Gehe ich aber, wie gesagt, genauer drauf ein auf dem Werkzeugcheck-Video. Also wenn du speziell viel mit Palettenholz arbeitest, schau das unbedingt an. Es ist halt genial. Aber nicht nur deswegen ist das genial. Ich zeige dir, warum es noch genial ist. Ich habe ja gerade Palettenhölzer angesprochen. Mit denen arbeite ich eigentlich nicht mehr so gerne. Einfach nur aus dem Grund, weil ich genügend Hölzer dort drunten habe oder ganz dort unten liegen habe, die man quasi mit der Optik vom Palettenholz vergleichen kann. Aber hier oben, das sind Fichtenbohlen von der Baustelle, da habe ich eine große Ladung gekauft. Das hier sind jetzt die sauberen Bohlen, aber nichtsdestotrotz ist dort an ein paar Stellen, ist da vielleicht ein bisschen Beton, ein bisschen Farbe und mit der Bürstmaschine kann man da einfach drüber gehen. Das habe ich auch bei dem Projekt gemerkt, wo ich die Maschine schon akut benutzt habe. Dort bin ich dann drüber gegangen, habe die Farbe runtergebürstet und habe dann gesehen, dass dort zwei Nagelklemmen waren. Ohne Bürstmaschine hätte ich die Maschine oder hätte ich das Holz gehobelt und hätte mir die Hobelmesser stumpf gemacht. Das ist einfach so der Beweggrund. Also ich werde die Maschine auch für diese ganzen Bohlen hier benutzen, um sie einmal schnell abzubürsten, um halt eben den Dreck runterzubekommen. Aber gleich die Videos zum Holzlager seht ihr noch. Also ich verlinke euch das Video zu dieser Maschine hier. Da findet ihr auch einfach meinen Werkzeugkanal unter diesem Link. Ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Wenn du mit Palettenholz arbeitest oder mit recyceltem Holz, ist das ganz cool. Ich habe für mich festgestellt, das ist eine coole Maschine, wenn ihr kreativ arbeiten wollt. Denn ihr könnt halt mit den verschiedenen Bürstaufsätzen, könnt ihr verschiedene Haptiken erzeugen und ihr könnt halt euch da kreativ austoben. Dann kommen wir zu einem Projekt, was ich in der letzten Woche angefangen habe. Und das kann ich jetzt zum Glück erst, oder das kann ich jetzt machen, weil die Kalkkreissäge läuft. Ich habe mein Massivholz hier, ich habe das Schweißgerät hier, ich habe auch Schweißgas, kann man vielleicht auch noch erwähnen. Und ich nehme jetzt im Moment so ein paar Themen in der Werkstatt vor, die mich brutal nerven. Und zwar ist das zum einen hier die Mülltütensituation. Ich habe keinen Mülltütenstand. Und weil es hier auf dem Kanal halt eben um Projekte geht, habe ich mir überlegt, hey, ich baue was richtig Cooles, wo man dann ein paar coole Verfahren sieht, wie zum Beispiel ein Brett zusammenleimen, im Langbandschleifer schleifen, dann mit der Kaltkreissäge halt eben Winkelschnitte machen, das Ganze passend verschweißen, dann schön schleifen, dann mit einer Satinierbürste drüber, dass das halt eben ein cooles Projekt ist. Damit habe ich in der letzten Woche angefangen. Das werde ich dir einmal zeigen, wie weit ich damit schon gekommen bin. Es ist noch nicht so viel. So, hier seht ihr das Teil, was ich bis jetzt geschweißt habe. Ist gar nicht so viel, weil ich mich da auch erstmal nochmal ein bisschen reinfinden musste. Zum einen, ja, die Schweißnähte sind nicht gut. Ich habe die ganze Zeit rumgetrickst und bin nicht auf den Clou gekommen, warum die nicht gut sind. Ich habe den Drahtvorschub verringert, ich habe große Phasen angeschliffen, ich habe die Stromstärke erhöht, aber jedes Mal habe ich da so eine Wurst gebraten. Und genau, da hat mir jemand geschrieben, hey, dreh doch mal das Gas auf. Und ich denke, das wird es gewesen sein, das werde ich heute nochmal ausprobieren, ob es darin gelegen hat. Mir hat dann auch jemand geschrieben, hey, schweißt du stechend, schweißt du ziehend. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass ich mit so einem baugleichen Schweißgerät schon geschweißt habe und da die Schweißnähte halt in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr gut waren und ich halt steuern konnte, wenn ich das irgendwie anders haben wollte. Deswegen hat es mich halt eben so ein bisschen gewundert, warum ich das dieses Mal nicht hinbekommen habe. Aber ich denke, es wird wirklich am Gaszufluss gelegen haben. Also so hat die Schweißnaht ausgesehen. Es ist wirklich keine schöne Schweißnaht. Sie hält zwar gut, aber es ist keine schöne Schweißnaht. Und so sieht halt eben die Schweißnaht aus, nachdem ich sie fertig bearbeitet habe. Hier bin ich mit einer Satinierbürste drüber gegangen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dank der Kalkkreissäge sind diese Schnitte wirklich so akkurat. Ich habe noch nie so was Genaues geschweißt. Also da bin ich echt extrem glücklich drüber. Dann noch mal kurz eine Sache zum Drechselkurs. Ein paar Leute haben sich von euch schon bei mir gemeldet per Mail. Und erstmal das Shoutout an die Leute, die Lust auf den Drechselkurs haben. Ich packe dir unten meine E-Mail-Adresse in die Beschreibung. Da kannst du mir einfach eine Mail schreiben, hey, mit dem Betreff Drechselkurs, hey, ich hätte Lust auf den Drechselkurs bei dir. Dann kann ich das als vormerken und wenn es halt eben wieder von der aktuellen Situation her passt, kann ich halt wirklich euch dann anschreiben und sagen, hey, jetzt ist alles bereit für einen Drechselkurs und ihr könnt halt eben vorbeikommen und wir machen einen Termin aus. Das Ganze ist nur die Voranmeldung, weil ich dann nämlich erst die Leute kontaktieren werde, die sich bei mir schon kontaktiert haben oder die mich kontaktiert haben und ich sie dann halt eben anschreiben kann, hey, jetzt ist es soweit, jetzt könnt ihr euch einen Termin aussuchen für einen Drechselkurs. Also wenn du Lust auf einen Drechselkurs hast, schreib mir gerne eine Mail. Die Mail packe ich dir unten in die Videobeschreibung. So ein Drechselkurs wird in etwa 150 Euro kosten. Da ist aber auch schon Holz dabei, da ist dann auch Verpflegung dabei. Das Ganze läuft dann den ganzen Tag, samstags wahrscheinlich. Und derzeit ist es halt nicht möglich.
Deswegen warte ich noch so ein bisschen mit Maschinenkauf etc., bis sich die Lage so wieder ein bisschen normalisiert hat, vielleicht Anfang nächsten Jahres, wo man dann diese Drechselkurse dann auch problemlos durchführen kann. Also jetzt im Moment geht es ja nicht so wirklich, die Gastronomien sind auch wieder zu. Aber wenn du trotzdem Lust auf einen Drechselkurs hast, kannst du dich bei mir melden. Und dann können wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres damit starten. Jetzt kommen wir zum Holzregal. Das war so für mich das entscheidende Ding für die letzte Woche, weil ich brauche halt eben Material, damit ich Material verarbeiten kann. Und da seht ihr jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt, wie wir das Schweiß, wie wir das Regal zusammengebrutzelt haben. Wir haben hier ja drei Ebenen. Einmal da unten die Ebene, da liegt halt jetzt viel nasses Holz auch drauf. Denn wir hatten vor ein, zwei Jahren, haben wir ganz, ganz viele Schalbretter auch noch gekauft. Die haben oben ein bisschen schlecht gelagert, deswegen sind auch ein paar weggefault. Aber die sind von der Optik jetzt halt sehr, sehr schön. Deswegen liegen die aber unten, weil sie noch ein bisschen nass sind, mit Distanzleisten, damit sie trocknen können. Das sollte ja eigentlich relativ schnell funktionieren. Oben drüber sehen wir dann die Baubohlen. Die sind schon gut abgelagert, die haben noch trocken gelagert. Jetzt lasse ich sie hier noch ein bisschen ruhen, damit sie akklimatisieren oder dass sie sich akklimatisieren können. Dann haben wir oben drüber das nächste Regal. Das ist so für mein Möbelholz, sage ich mal. Dort oben lagert jetzt im Moment noch ein bisschen OSB und ein paar andere Fichtenbretter, die auch zum Möbelbau gedacht sind bis jetzt mal. Die Abstände haben wir so gewählt oder haben wir nicht so gewählt, weil diese reinen tragenden Teile, die hatten wir schon so. Deswegen haben wir da nichts mehr beigeschweißt. Ich bin auch so mit dem Abstand sehr zufrieden. Ich will auch in Zukunft nicht mehr so extrem viel Massivholz, sprich Buche oder Eiche kaufen. Wenn ich ein Projekt habe, will ich halt einfach was beim Sägewerk oder bei dem Holzhändler kaufen für das Projekt, damit ich nicht wieder eben extreme Mengen Holz hier liegen habe. Dann seht ihr jetzt aber noch einen kleinen Ausschnitt, wie wir das Holz hier reingeladen haben und noch einen kleinen Ausschnitt vom Hochhubwagen. Was halt eben so cool ist, denn ich kann halt unten an das nasse Holz, könnte ich theoretisch jetzt schon dran, weil ich einen Hochhubwagen habe. Da seht ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt. Da lege ich auch noch zwei, drei Bleche drüber, damit die nicht noch nasser gehen. Ja. Auf jeden Fall ist das gute Holz dann. Hast du Ahnung? Linde soll jetzt hier bleiben, weil mit Linde trägt sich eine Schuhe. Was? Wunderbar. Vater, was sagst du zum Holz? Oh, geil. Richtig gut, ne? Ja. Wir haben jetzt hier diese Bohlen. Haben wir jetzt, die waren 5 Meter lang, die haben wir jetzt halt gekürzt auf 3 Meter, so ein gutes Maß, da kann man noch viel mit rausbauen. 3 Meter 10. 3 Meter 10, damit sie auch gut ins Regal passen. Und der ist halt komplett voll. Unten drunter liegt jetzt noch das Lindenholz. Hier seht ihr Linde, das ist Robinie, Apfel, Linde und noch ein paar nasse Bretter. Hier diese. Die müssen halt, denke ich, noch so 2-3 Monate wieder trocknen, dann kann man die eigentlich schon wahrscheinlich wieder weiterverarbeiten. Den Hochhubwagen seht ihr auch hier. Der steht jetzt noch bei dem anderen Holz, das braucht auch noch ein klein bisschen, bis ich es benutzen kann, weil auch ein paar dickere Bretter dabei sind. Mit dem Hochhubwagen kann ich halt ganz entspannt wirklich in den Haufen reinfahren, kann eine Sorte Holz quasi hochheben, kann nach hinten fahren und komme dann halt eben an die unteren Schichten. Da muss ich halt eben nicht ganz viel Holz abladen, kann mir meine Bohle holen oder mein Brett und muss das restliche Holz wieder draufladen. Sehr, sehr cool. Hier seht ihr das selbst zugeschnittene Holz. Ich glaube, ich habe etwa die Hälfte davon habe ich noch oben liegen. Das kann jetzt, wie gesagt, hier noch ein bisschen liegen. Das habe ich alles mit meinem Kettensägewerk aufgetrennt. Ist eigentlich auch bald schon ready, dass man es verarbeiten kann. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Bezüglich Holz selbst aufschneiden, das kann ich noch abschließend sagen, werde ich mein Kettensägewerk wahrscheinlich nicht mehr in der Zukunft benutzen, weil ich halt eben plane hier, weil ich jetzt die Möglichkeiten habe, gerade mit Zuschnitt, gerade mit halt was bauen, was halt in einer Werkstatt stehen kann, plane ich wirklich für dieses Jahr oder nächstes Jahr ein Sägewerk zu bauen. Wir haben auch schon einen Anhänger, wo dann dieses Sägewerk dann draufgestellt werden kann. Das ist dann mobiles Sägewerk mittels Benzinmotor. Und da will ich dann halt eben diese Teile hier in Zukunft mit einem Bandsägewerk auftrennen. Also wir haben auch wirklich schon einige Teile, sprich Umlenkrollen, einen Anhänger, Motor muss ich noch kaufen. Aber ich habe auch coole Winden, mit denen ich dann einen Baum auf den Anhänger draufziehen kann. Also die Planung läuft schon, das mal so für die Zukunft, was da kommen wird. Also wenn du den Kanal nicht abonniert hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, denn hier kommt halt in Zukunft noch einiges an Projekten.
Ich glaube, die Neuigkeiten sind jetzt bestimmt schon wieder über 20 Minuten. Deswegen will ich gar nicht mehr lange blabbeln und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. In dieser Woche erscheint das Video, wie wir hier das Ganze streichen. Das habe ich in der letzten Woche falsch gesagt, denn in der letzten Woche ist halt eben das Video zum Boden rausstemmen gekommen. Das findet ihr auf meinem Kanal und in dieser Woche streiche ich mit der Julia als Projekt hier die Bude. Ich wünsche einen ganz tollen Tag, sag bis zum nächsten Neuigkeiten-Video, bye bye und bleib fit, bleib gesund und halt dich munter. Ciao.